Nur in München, nein, auch in Halsbrücke, wurde Oktoberfest gefeiert. Und das bereits zum 25. Mal. Da wurde dann schon mal groß ausgeholt. Ganz einfach, Halsbrücke ist im Kreis Freiberg oder Mittelsachsen der Nabel der Welt. Das ist so. Die Händler der Freiberger Altstadt veranstalteten wieder ein Herbstfest. Dabei zeigte sich der Untermarkt herbstlich bunt und das Bergbaumuseum wurde barrierefrei wiedereröffnet. Ihr 150-jähriges Bestehen beging die Kirche von Eppendorf. Während der Festlichkeiten entstand das Gotteshaus noch einmal und zwar aus Lego-Bausteinen. Es ist, denke ich mal, eine gute Gelegenheit, dass Kinder miteinander nach einem Plan bauen, also dass sie miteinander kommunizieren müssen, wie wer was baut und auch miteinander auskommen müssen und sich auch einordnen müssen in der Gruppe. Und das ist, denke ich, eine gute Möglichkeit, dass Kinder so ein Stück lernen. Das Thema Asylbewerber war auch im letzten Quartal des Jahres in aller Munde. Immer neue Flüchtlingsströme bewegten sich auf Europa und damit verstärkt auf Deutschland zu. In diesem Zusammenhang appellierte das Brand-Erbisdorfer Stadtoberhaupt Dr. Martin Antonow an die Bevölkerung. Das Erzgebirge ist wie auch Brand-Erbisdorf ein Stückchen immer schon Zuzugsgebiet gewesen über Generationen hinweg. Und bitte haben Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Verständnis für die Menschen aus der Fremde. Bauen wir selbst Ängste ab, um uns zu begegnen. Und dafür werbe ich ein Stück von Amts wegen, aber auch als Mensch. Die Seniorenheime Freiberg bieten in ihren drei Häusern fast 400 Seniorinnen und Senioren Unterkunft. In den letzten Jahren wurde kräftig investiert. In all unsere drei Einrichtungen pro Jahr Investitionskosten aus Eigenmitteln ungefähr von 1 Million bis 1,2 oder 3 Millionen Euro gehabt. Schon zu einer guten Tradition ist die Hobby- und Vereinsausstellung in Brand-Erbisdorf geworden. Jahr für Jahr bietet sie eine Plattform für die unterschiedlichsten Freizeitbeschäftigungen an. Dieses Jahr waren erstmalig Tonarbeiten aus Hainichen zu bestaunen. Ja, wir waren im vorigen Jahr Besucher hier, mein Mann und ich. Und dann gab es ein Gespräch mit dem Chef, mit Herrn Fischer, der eigentlich ganz interessiert war, ein anderes Sortiment noch zu ergänzen, weil Keramik noch nicht im Angebot ist hier in dieser Hobbyschau. Die Alternative für Deutschland hatte in Freiberg zu einer Demonstration aufgerufen. Das Motto: Asylchaos stoppen. Rund 1300 Leute kamen. Die Kundgebung heute hat die AfD Sachsen organisiert, weil wir ein Signal aussenden wollen. Eines unter vielen Signalen unterdessen, dass wir die gängige Politik derzeit als versagend empfinden. Aber es gab auch mehrere hundert Gegendemonstranten. Die Idee war heute im Prinzip eine Kommunikation zu machen, die Leute zusammenzuführen und zu zeigen, dass alles funktioniert, wenn man nur möchte und ein Konzept hat. Alle Faschingsfreunde eröffneten am 11.11. wieder die närrische Saison. Unsere Kamera war beim Auftakt des Freiberger Karnevalclubs, kurz FKK, dabei. Ja, jetzt haben wir hier die 31. Karnevalssaison des FKK Freiberg eröffnet. Und im Februar geht es dann weiter mit verschiedenen Veranstaltungen, Weiberfasching, Faschingsgala, Büttenabend. Ja, und es wird sicherlich eine tolle Saison. Da hat dann auch der Faschingsprinz noch viel Zeit, um das Fass an Stechen reichlich zu üben. Denn auf dem Obermarkt veranstaltete er eine regelrechte Sauerei. Neben der Asylbewerberunterkunft an der Chemnitzer Straße in Freiberg wurde noch ein Winterzelt aufgestellt. Es bietet bis zu 200 Asylsuchenden Platz. Wir werden hier Menschen unterbringen, die uns aus Bayern zugehen. In Bayern kommt eine große Zahl von Asylbewerbern, inzwischen insbesondere aus Afghanistan und Syrien an und mit sehr vielen Familien darunter. Und die werden gegenwärtig auf die verschiedenen Standorte verteilt innerhalb Sachsens. Auf reges Publikumsinteresse stieß erneut die Freizeitmesse 50 Plus im Freiberger Tivoli. Zum 7. Mal gab es Anregungen zur Gestaltung des Lebensherbstes. Die Mischung aus Unterhaltung und Information zog um die 600 Neugierige an. Mit einem Festakt feierte die Bergakademie Freiberg ihr 250-jähriges Bestehen. Bekanntester Gastredner war Bundespräsident Joachim Gauck. Er lobte die internationale Ausstrahlung der Universität. Immerhin kommen 20% der Studenten aus dem Ausland. Weltoffenheit will gelebt werden. Ich sehe keinen Grund, warum sich Freiberg oder irgendein anderer Ort in Deutschland diesem Anspruch verschließen sollte. Musik.
Das Thema Asyl stand auch im Dezember auf der Tagesordnung. Es gab Demonstrationen in Freiberg. Die AfD brachte ca. 2000 Menschen auf den Freiberger Schlossplatz. Sogar die AfD-Bundesvorsitzende Dr. Frauke Petri war angereist. Sie referierte unter anderem über Freiheit und Grenzen. Wir schätzen die Reisefreiheit. Wir wissen aber auch, dass Grenzen grundsätzlich nichts Schlimmes sind und dass Freiheitsrechte, Regeln und Gesetze eben auch der Grenze bedürfen. Freiheit ist nicht grenzenlos und so wie bei der Meinungsfreiheit ist sie auch immer die des Andersdenkenden oder die Freiheit des Nachbarn, an dessen Grenzen ich mich halte, auch wenn ich sie im täglichen Leben beim Überqueren der Grenze auf der Autobahn nicht mehr sehe. Zur Gegendemonstration für Weltoffenheit kamen um die 600 Leute auf den Untermarkt. Dort sprach eine Syrerin diese bemerkenswerten Sätze. Es ist mehr als freundlich, dass Deutschland die vielen Flüchtlinge aufnimmt, aber lösen tut es das Problem leider nicht. Im Fachschulzentrum Zug sollen Asylbewerber untergebracht werden. Dazu sollten die 26 Internatsbewohner ihre Zimmer räumen. Doch da regte sich Widerstand. Wir wollen einfach unser Wohnheim nicht aufgeben, weil das ist unser zweites Zuhause und wir lieben es. Wir haben eine ruhige Lernatmosphäre, wir haben alles da, was man zu einer normalen, schönen Fortbildung braucht, damit Deutschland irgendwie eine landwirtschaftliche Zukunft hat. Wie jedes Jahr waren die Weihnachtsmärkte der Region wieder ein Anziehungspunkt. Überall war die Stimmung, trotz Schneemangels, gut. Der Freiberger Weihnachtsmarkt wurde mit einem Märchenumzug eröffnet. Der Lichtenberger Weihnachtsmarkt geht wohl als der mit dem meisten Regen in die Adventsgeschichte ein. Dorf Chemnitz wartete im Torbogengut mit einer Überraschung auf. Es ist eine Pyramide, die vor 45 Jahren in einer Werkstatt in Dorf Chemnitz von dem Dorf Chemnitzer Handwerker entworfen worden ist und gebaut. Über 10 Meter lang und 75 Kilo schwer präsentierte sich der Riesenstollen zum Stollenmarkt in Brand-Erbesdorf. Schnell war er unter die Leute gebracht. Danach erfuhren wir, welche Zutat im Weihnachtsgebäck auf keinen Fall fehlen sollte. Was wichtig ist halt, das weiß jeder Bäcker hier in Sachsen, die Rosinen müssen gut gedrängt sein in Rum, weil dieses Aroma zieht dann nach dem Lagern oder während der Lagerzeit in den Stollen dann noch hinein. In Frauenstein zog wie immer die Wichtelparade in ihren weihnachtlichen Bann. Da gleichzeitig Nikolaustag war, hatte der Weihnachtsmann extra viel zu tun und bald wäre da noch was übrig geblieben. Dann waren viele Kinder da, aber leider waren auch 5 sehr vergesslich. Was heißt das jetzt? Die haben ihre Schuhe abgegeben, aber die stehen noch hier? Ja, die lassen wir dann bis Ostern stehen und dann kann der Osterhase noch ein bisschen was damit anfangen. Ein eher frühlingshafter Weihnachtsmarkt erwartete die Besucher in Mulda. Dort gelang es uns, eine Frage an den roten Gesellen zu stellen. Was ich eigentlich schon immer mal wissen wollte, in Amerika kommt der Weihnachtsmann ja durch den Schornstein. Bist du eigentlich schon mal in einem Schornstein stecken geblieben? Guck mich an, mein Mantel ist noch rot, er ist noch nicht schwarz. Ich passe durch jeden Schornstein. In Öderan konnte man sich sportlich auf den Weihnachtsmarkt einstimmen, denn die Eislaufbahn lädt wieder zum Rundendrehen ein. Der Weihnachtsmarkt wartete mit 24 Ständen und Weihnachtsmann Uwe auf. Der letzte Weihnachtsmarkt, den wir besuchten, war der von Rechenberg-Bienenmühle. Dort gab es erlesene Köstlichkeiten von einer ganz besonderen Dame zubereitet. Die Oma Brigitte, die ich heute verkörper, die heute leider nicht hier sein kann. Enttäusch mich nicht, ich dachte, du bist die wirklich. Nein, ich bin nur verkleidet. Wir sind ein Karnevalsverein und darum machen wir das so perfekt. Also das merkt fast niemand, dass wir uns verkleidet haben.